Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Final Fantasy. Und in dieser Folge werden wir uns auf den Weg zum Bahamut Schloss machen oder zur Bahamut Burg. Und wenn wir uns dort hochbegeben, gibt es wahrscheinlich keinen Weg mehr zurück. Und ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir gut vorbereitet sind, deswegen machen wir uns jetzt einfach auf den Weg. Koste es, was da wolle. Ja. Wir haben eine Sache, die mich so ein bisschen ärgert, ist, wir haben noch längst nicht alle Miragen, können noch längst nicht alle Miragen entwickeln und trotzdem gehen wir jetzt eigentlich in meinen Augen zu dem Weg zur finalen Schlacht. Wobei, wir können das Tor verwenden und dann könnten wir nach Neuenwaldbergen zurückkehren. Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt unsere Vorbereitung verpasst haben, weil ich habe jetzt keine Vorbereitung extra getroffen. Denn wir könnten theoretisch hier immer wieder zurück nach Neuenwaldbergen und dann wären wir wieder hier. Also alles easy und entspannt. So, diese komischen Dragon Balls hier auf dem Boden, die kann man nicht einsammeln. Sehen aber übelst aus wie Dragon Balls, oder? Für die Leute, die da eben genau meiner Meinung sind, einmal Hashtag Dragon Balls einfach in die Kommentare. Und wir marschieren, wir laufen, 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 laufen im Mauseschritt. Nein, ich bin jetzt sehr gespannt, was hier alles auf uns wartet. Neue Miragen gehe ich von aus. Mal gucken. Ja, wobei, die kennen wir sogar schon. Die haben wir schon mal gehabt. Die sind jetzt eigentlich nichts Besonderes. Ja, hier, schön Flares da raushauen. Zack. Oh, resistent. Ja, das ist natürlich scheiße. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Befehl, ein schöner Konter. Ja, moin. Joa, die sind ja easy auch. Hoffentlich bringen die ordentlich Erfahrung. Das wäre nochmal nützlich. Denn es wäre echt gut, wenn wir nochmal ein paar Level machen würden. Ja, 35.700 kann man mit leben. Dafür, dass es so schnelle, einfache Gegner sind. Stellt euch mal vor, da kommt jetzt ein Viererpack von oder Fünferpack von denen. Dann haben wir schon 50.000 Erfahrung. Das ist das? Ist nice. The stronger they are, the stronger they can make us. Right, Lon? Right. Ja, genau. Das stimmt auch. Desto stronger they are, desto stronger they can make us. Das heißt, desto stärker die sind können, desto stärker können wir davon werden. Und warum erzähle ich das euch eigentlich? Es stand ja unten in Deutsch. Gut, für die Leute, die nicht lesen können, genau das bedeutet es. Das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg nach ganz oben und werden versuchen, auf dem Weg nochmal an Stärke zu gewinnen. Wieder leider nur so ein Dreierpack. Das heißt, es ist wieder eigentlich ein Selbstläufer, die zu besiegen. Ja, hau bloß keine Flammenspitze raus oder so. Das wäre auch extrem unnötig. Wie easy die sind. Die ziehen ja noch nicht mal richtig viel ab. Das ist echt einfach nur so, zack. Easy. Aber viel Erfahrung. Trotzdem hoffe ich, dass da noch welche kommen, die mehr bringen. Ich glaube, ich habe auch eigentlich für alle möglichen Sachen Miragen dabei, was jetzt die Funktionen angeht von Fliegen, also Flattern, Elektronik aktivieren, Barrieren weghauen. Also wir haben für alles die richtigen Miragen dabei, das ist wichtig. Wer weiß, wo wir hier noch flattern müssen und was wir dadurch erreichen können. Hoffentlich sind die stärkere Gegner. Noch eine Schwester. Das klang gerade so, eine ist eigentlich schon genug. Mäßig. Von Lan. Naja. Alter, es wird schon so steil. Teilweise, dass ich das Gefühl habe, die kippen gleich nach hinten um und fallen einfach komplett runter. Wir sind in einen neuen Raum gekommen. Ich gehe bei einem neuen Raum davon aus, dass hier vielleicht stärkere Gegner sind. Gleich werden wir nochmal in einen anderen Raum gehen. Oh. Ja, drück nochmal drauf. No, Tama, not you, the two.
okay. Allein. Drück doch auf den scheiß Knopf, du Lappen. Was für Arschlöcher die sind, ey. Oh, you guys. I knew you were okay. I mean, we've seen plenty of contraptions like this. Uh-huh. Don't pretend like you weren't freaked out. With these devices, it shouldn't take us anywhere near as long to make it to the top. But from now on, don't touch anything without checking with me first. You got that? Yep, got it. What did I just say? Yo! Oops. I'll be good. Okay. Wieso auch immer da auf einmal so ein Gegner auftaucht. Hey, no fair. Ah, what? Durch das Drücken. Wir werden auf jeden Fall hier versuchen, den Stapel umzuschmeißen. Denn ich möchte gerne diesen Taurus fangen. Ja, ja. Fertigkeiten. Kitzeln. Ja. Kannst du ruhig umfallen. Huch, das war nicht mit Absicht. Was hatten wir bei ihm nochmal, was gut umwirft? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube eigentlich Flairster war ganz gut. Naja, setzen wir mal ein. Kitzeln wir nochmal. Jetzt kippt doch endlich um, genau. Den Bleizwerg hauen wir weg. Und bei ihm werden wir gleich mal analysieren, was der so drauf hat. Oder wie wir den fangen können. Tipp, verursache den Zustand konfus. Du benötigst zudem einen Minotaurus. Naja, das ist gut, das haben wir sowieso. So, Einstellung, Fertigkeiten. Nee. Gegenstände brauchen wir dafür, um konfus zu machen. Tobsucht beim Gegner, blind beim Gegner. Konfus beim Gegner. Ja, moin. Dann werden wir es mal versuchen, jetzt einzufangen. Ich glaube, da brauchen wir ein paar Anläufe. Ja, was ist das denn hier? Um den zu kriegen. Ja. Ich glaube, das ist aber schon möglich, ihn zu kriegen. Gut, dann setze ich halt nochmal deinen Konfuskraut da ein. So, jetzt aber. Jetzt kriegen wir ihn. Ja, moin, da haben wir ihn, den Minotauren. Sehr schön. 26.000 Erfahrungen sind jetzt nicht gerade berauschend. Hätte mir Schöneres vorstellen können. Nehmen wir nicht mit. Ist jetzt nicht so die besondere Mirage. Ja, das Heilen werden wir gleich im nächsten Kampf machen. Und wir benutzen dann mal den hier an der Seite. Aus, als wenn wir jetzt runtergehen würden wieder. Na, ob das richtig ist? Lauf! Lauf, Schlampe, lauf! Oh, hier ist immerhin mal eine Schatztruhe. Ein Megatrank. Das können wir anscheinend nicht entfernen. Da kann keiner uns den Weg frei machen. Dann versuchen wir es nochmal auf der anderen Seite.
Und ein Gegner wäre nochmal ganz cool. Ein extra starker Gegner für uns. Mit extra viel Erfahrung für uns. Ja, Mann. Das wird noch mehr Erfahrung bringen. So, da hauen wir mal einen Flarestar direkt raus. Ja, gut, dass es komplett resistent sind und ich mein komplettes Mana dafür verbraucht habe. Danke. Okay, also Feuer kann ihn gar nichts anhaben. Ist schon mal eine gute Information. Dann werden wir die halt so umhauen. Was mich wiederum nervt, weil das bedeutet, dass wir viel zu viel zuschlagen müssen und das dementsprechend nicht die richtige Erfahrung geben wird. Ja, und den Stapel haben wir weg. Immer resistent. Resistent. Kein Ausweichkonter. Danke. Danke. Warum nicht? Fräulein, reiß dich mal ein bisschen zusammen, ja? Wir wollen hier Einsatz sehen. Alter, und jetzt hauen die auch noch daneben die ganze Zeit. Ey, was haben die eingesetzt, dass hier nur verfehlt wird? Jetzt reicht's, ey. Fertigkeiten. Utgard lodern. Ja, rauf da. Auch resistent, Alter. Will das mich komplett verarschen? Endlich mal wieder ein Treffer, ey. Endlich. Na, wie viel Erfahrung gibt das? Muss schon mindestens 50.000 geben, damit sich das hier lohnt. Aber gut, 47.880 ist schon nicht so schlecht. Aber dafür muss man dauern die Kämpfe gegen die Kackviecher auch echt lang. So, hier können wir weiter nach unten laufen. Und dann geht es sogar wieder in einen anderen Raum. Oi. Oi. Tanza Kuduro. Wer kennt es noch, ey? Fast and the Furious Style Hashtag Danza Kuduro. Einmal in die Kommentare bitte, meine Freunde. Danke. Und ich glaube, einen Kampf machen wir gleich noch und danach werden wir mal wieder ein kleines Päuschen einlegen und dann in der nächsten Folge hier weitermachen an der Stelle. Wir marschieren. Marschieren. Ein Hinterhalt. Na sowas. Ja, schöner Ausweichkonter. So will ich das sehen, meine Freunde. So will ich das sehen. Ja, Mann. Und ein schöner Volltreffer. Nochmal Volltreffer. Was ist denn hier los? Die sind ja richtig aggressiv, weil sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Zack. Und 35.700 Erfahrung. Und ja, an dieser Stelle machen wir dann erstmal wieder eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Ciao.